Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauer in der Spielbank Stuttgart Business Lounge, meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Anschluss an die heutige Partie unserer Stuttgarter Kickers gegen die Gäste aus Elversberg. Die heutige Partie endete vor 2530 zahlenden Zuschauern mit 1:1. Bei uns heute für Sie in der Pressekonferenz, wie Sie an der Stelle gewohnt sind, die beiden Trainer, zu meiner Linken Roland Zeitz, zu meiner Rechten Interimstrainer Yannick Dreyer. Wie immer darf ich an dieser Stelle zunächst den Gästetrainer um ein kurzes Statement zum Spiel bitten. Lieber Roland, wie hast du die heutige Partie gesehen? Ja, sehr intensiv. Ich muss erst mal vorausschicken, dass wir nach einem guten Spiel letzte Woche gegen Freiburg auf eine ganze Achse kurzfristig verzichten mussten. Mit Kevin Mack, Brian Gaul, dazu Kofi gesperrt. Dann Cinquotta nach 15 Minuten Wadenprobleme, mussten wir auch schon wieder reagieren. Also die Voraussetzung war nicht optimal. Dann kam dazu, dass wir das Spiel, wie man es immer so macht, vernünftig vorbereitet. Dann gestern die Nachricht, dass bei den Kickers der Trainer hingeschmissen hat. Da weißt du nicht, was dich abend erwartet. Deswegen war es für uns alle nicht einfach hier. Und wenn man dann die ersten 20 Minuten sieht, wo die Kickers, denke ich, schon mit sehr hohem Tempo, mit viel Aggressivität uns vor Riesenprobleme gestellt haben. Ich will es nicht als Entschuldigung gelten lassen, dass wir 3,5 Stunden im Bus waren und nicht die optimale Vorbereitung hatten. Aber das ist unserer Tabellensituation geschuldet. War es trotzdem so, dass wir in der Phase schon Glück hatten, in den Rückstand zu geraten. Und als es sich ein bisschen beruhigt hat, haben wir dann dieses unglücklich abgefälschte Tor bekommen, waren im Rückstand. Und deswegen war es sehr, sehr gut, dass wir da vor der Halbzeit nochmal selber zugeschlagen haben und den Ausgleich gemacht haben. Zweite Halbzeit waren wir besser im Spiel. Der Druck der Kickers war nicht mehr ganz so groß. Dann gab es aber trotzdem wieder eine Phase, wo es fast ein kleiner offener Schlagabtausch geworden ist. Die Kickers aus dem Feld heraus, gefährlich, wir bei der einen oder anderen Standard gefährlich. Und unterm Strich, ja, bin ich sehr zufrieden mit den Jungs, was sie gemacht haben. Ich bin mit dem Punkt zufrieden und ich glaube, dass es im Großen und Ganzen auch gerecht ist. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch von unserer Seite für dein Statement. Yannick, deine Einschätzung zu unserer Partie. Ja, guten Abend zusammen. Ich kann mich da meinem Kollegen nur anschließen. Ich glaube, wir sind nach der schwierigen Woche und auch nach dem schwierigen Spiel letzte Woche in Kassel sehr gut in das Spiel gestartet. Wir haben eine gute Reaktion gezeigt, trotz allem, was drumherum passiert ist. Haben eine gute Aggressivität, gute Zweikampfhärte an den Tag gelegt, kam so auch immer wieder zu Ballgewinn und zu Umschaltmomenten, die wir leider nicht immer konsequent durchgespielt haben. Das Tor, das wir dann gemacht haben, durch den Freistoß, durch den Sandro, hat uns dann natürlich in die Karten gespielt. Aber leider haben wir 5 Minuten vor der Halbzeit ein bisschen nachgelassen, ja, wo man dann natürlich zu einem psychologisch schlechten Zeitpunkt auch das Gegentor bekommt. Zweite Halbzeit kommen wir nicht so gut rein wie in der ersten Halbzeit. Elversberg wurde auch nach und nach stärker, ja, vor allem nach Standards. Und da müssen wir auch Glück haben, dass wir das zweite nicht bekommen durch 2 Pfostenschüsse. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass es ein gerechtes Unentschieden ist, was in unserer Situation nicht zufriedenstellend ist. Ja, aber das müssen wir so hinnehmen. Und wir werden die nächsten 4 Spiele genauso angehen, versuchen genauso anzugehen, wie wir das heute gemacht haben. Und dann kann dieser Punkt hoffentlich noch Gold wert sein für uns. Vielen Dank. Ja, auch Yannick, dir vielen Dank für deine Ausführungen zum Spiel. Gibt es von Seiten der Pressevertreter Fragen an die beiden Trainer? Herr Dreyer, wir hatten die Meinung, dass eigentlich früher ausgewechselt werden sollte. Sie haben sehr, sehr spät erst reagiert. Ich war der Meinung, der Klaus war nicht so gut drauf und der Meister hätte wirklich Überraschung gebracht. Warum haben Sie so lange gewartet oder wollten Sie einfach das Kollektiv nicht stören? Ich glaube, im Großen und Ganzen hat das Kollektiv sehr gut funktioniert. Ja, auch das Anlaufen unserer beiden Spitzen gegen die Innenverteidiger war gut. Und dieses wollten wir im Ganzen eben nicht auseinanderbrechen. Deshalb der späte Wechsel ist. Gibt es weitere Fragen? Vielleicht noch eine Frage voraus. Weil es ist so, am Mittwoch kommt das Pokalspiel. Stört dieses Pokalspiel jetzt die Vorbereitungen auf das Punktspiel? Oder würden Sie sagen, nee, es ist nun mal gut, wir haben da eine richtige Probe und wir können uns dann auf das wichtige Spiel in Völklingen vorbereiten? Ich denke, dass vor allem das Völklingen-Spiel sehr, sehr wichtig sein wird. Ja, und dass wir dort versuchen, durch einen Auswärtssieg diesen Punkt, den wir heute gewonnen haben, zu vergolden. Alles, was das Großaspach-Spiel, das Pokalspiel betrifft, ist, glaube ich, ein Zubrot. Wir müssen da aber schon schauen, dass wir die Kräfte richtig einteilen. Die Mannschaft
dementsprechend aufstellen, dass er am Samstag frisch ist und in Völklingen gewinnen. Weil das wird entscheidend sein. Gut, es scheint an der Stelle keine weiteren Fragen zu geben. Insoweit bleibt mir an der Stelle noch einen kurzen Ausblick in die nächsten Tage zu gewähren. Wir treffen, wie es eben schon erwähnt wurde, am Mittwoch, den 11.04. um 19 Uhr hier zu Hause auf die SG Sonnenhof Groß Asbach und freuen uns auf zahlreiches Erscheinen. Und haben dann am Samstag, den 14.04. um 14 Uhr ein sehr wichtiges Auswärtsspiel in Völklingen. Den Gästen auf jeden Fall eine gute Nachhausefahrt. Uns planen einen guten Start ins Wochenende. Vielen Dank, wie gesagt, fürs Kommen und auf die Blaue.